Hallo und herzlich willkommen auf Lyrader.de. Heute möchte ich euch ein Verfahren zeigen, wie man Nullstellen von ganz rationalen Funktionen bzw. Polynomen dritten Grades bestimmen kann. Ein Polynom dritten Grades ist einfach eine Funktion mit dem höchsten Potenz x hoch 3, das heißt wie zum Beispiel x hoch 3 plus 2x hoch 3 minus x minus 2. Und davon wollen wir jetzt die Nullstellen bestimmen. Dazu hatten wir im letzten Video schon gesehen, gibt es die Polynomdivision. Die geht folgendermaßen vor. Als ersten Schritt rät man eine Nullstelle. Man rät meistens recht einfache Nullstellen. Man fängt mit der 1 an. 1 hoch 3 plus 2 mal 1 hoch 2 ist 3, minus 1 minus 2 ergibt 0. Das heißt, 1 ist eine Nullstelle unseres Polynoms. Meistens ist bei den Schulaufgaben das Polynom so einfach, dass die Nullstelle, die zu raten ist, entweder 1, 2, minus 1 oder minus 2 ist. Das ist also meistens kein Problem, diese Nullstelle zu raten. Dann macht man die Polynomdivision, das heißt, man schreibt das Polynom hin und teilt dann durch diese geratene Nullstelle. In unserem Fall muss man dann das Vorzeichen natürlich noch verändern, wie man es auch bei den Linearfaktoren kennt. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, bekommt man dann die Lösung x² plus 3x plus 2. Nun, die Polynomdivision ist eine recht aufwendige Rechenmethode und dazu kann man es wesentlich einfacher machen, wenn man das Horner-Schema nimmt. Also, alternative Methode, das Horner-Schema. Dazu schreibt man eine Tabelle mit drei Spalten. Und hier in die Mitte schreibt man erst einmal unsere geratene Nullstelle. Also hier unten schreibt man die geratene Nullstelle x1 gleich 1. Hier oben schreiben wir die Potenzen hin. Das sind x hoch 3, x hoch 2, x hoch 1 und x hoch 0. X hoch 0 heißt ja einfach nur die Zahl, weil x hoch 0 ist ja 1. Jetzt können wir hier direkt die Koeffizienten übernehmen. Die Koeffizienten sind die Vorfaktoren, die vor jeweils der Potenz stehen. Bei x hoch 3 steht eine 1 einmal x hoch 3, das heißt, hier übernehmen wir eine 1. Vor x hoch 2 steht 2, also schreiben wir eine 2. Vor x hoch 1, also vor x, steht minus 1 und als Zahl bleibt übrig minus 2. Und dann nehmen wir noch als eine letzte Spalte gleich 0. So, und jetzt kann man das Horner schon mal beginnen. Diese erste Zahl, die übernehmen wir einfach schräg hier unten. 1 gleich 1. Dann multipliziere ich die Zahl mit dieser Nullstelle 1 mal 1 und gehe dann nach oben zu der 2. Also 1 mal 1 plus 2. Schreibe ich hier noch an der Rand. 1 mal 1 plus 2 und das ergibt 3. Das heißt, ich schreibe hier in die nächste Zeile die 3. Dann mache ich wieder 1 mal 3, also immer nicht vergessen mit der Zahl vorne multiplizieren. 1 mal 3 plus minus 1, also immer beim nach oben gehen addieren. 1 mal 3 plus minus 1 ergibt 2. Das heißt, in die letzte Spalte muss eine 2. 1 mal 2 plus minus 2 ergibt 0. Das heißt, wir haben wieder am Ende eine 0. Und dazu haben wir dann also unser neues Polynom. X hoch 1 mal x hoch 2 plus 3 mal x hoch 1, also x, plus 2 mal x hoch 0, also plus 2, gleich 0. Und damit haben wir auch das gleiche Ergebnis, wie wir es bei der Polynomdivision hatten. X² plus 3x plus 2. Als letzten Schritt, um alle Nullstellen zu bestimmen, müsste man jetzt hier noch die PQ-Formel durchführen. Aber das haben wir im letzten Video auch schon gesehen, das brauchen wir nicht mehr. Danke.